Hey Leute, willkommen zurück zu Legend of Keepers. Bisher sieht das ja recht vielversprechend aus. Mal schauen, ob das auch noch so bleibt. Auf jeden Fall habe ich ja einige Artefakte, die schon durchaus recht praktisch sind. Wir haben eine Menge Monster und ich kann mich ja auch gut auf Schadensarten konzentrieren. Der zweite Raum ist für Eis im Prinzip reserviert. Und im ersten Raum, ja, das ist noch so ein bisschen gemischt, aber gut, ich könnte dann natürlich Wind nehmen, vielleicht auch Feuer, je nachdem wie es läuft. Das Einzige, was mich ein bisschen stört an dem Spiel ist, dass man halt wirklich im Voraus die Monster in den Räumen platzieren muss. Und je nachdem, auf welche Helden man trifft, kann das natürlich ziemlich blöd laufen. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, aber im Prinzip andererseits könnten sie hier diese Räume im Prinzip auch abschaffen. Wenn es nicht so wäre. Aber vermutlich wäre es dann schon wieder zu einfach. Gut, wir nehmen die Eishöhle, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Nehmen wir mal die Eishöhle. Und kämpfen natürlich hier gegen Veteranen. Ich habe jetzt auch schon über 1000 Lebenspunkte wieder. 18 kriege ich pro Woche zurück. Gut, Gold haben wir momentan nicht. Das habe ich halt fürs Leveln ausgegeben. Ansonsten Blut haben wir. Ein paar Tränen. Und wenn wir hier schauen, was kommt denn hier als nächstes? Händler, Trainer, Techniker. Gut, dann werde ich auf jeden Fall... Ja, das ist alles dann doof. Weil dafür brauche ich überall Gold. Egal. Machen wir das erstmal so. Und ja, vielleicht werde ich dann doch mal die Fallen aufwerten, weil ich glaube, das ist nicht so teuer, oder? Gut, was haben wir denn hier? Eine Hexe. Die kann wieder eine Beeinträchtigung mit einem Bonus ersetzen. Ignoriert den ersten Angriff. Schaden bei Monstern, die von aufgebracht beeinträchtigt sind, um 30% erhöht. Okay, das ist interessant. Das ist ein interessantes Passiv. Ignoriert die Effekte der ersten Falle. Und was mit dir? Moralverlust reduziert. Und dann noch Heilung dazu. Okay. Das ist jetzt wieder blöd, weil die Falle dahinter kommt. Ja, das ist jetzt echt nicht so günstig. Gut, du machst vorne Luftschaden. Wie sieht das denn hier aus? Du hast absolut keine Luftresistenz. Und du auch nicht wirklich, obwohl bei der Harpie würde ich schon sagen, so, die hat ja schon irgendwie was mit Luft zu tun und die macht auch Luftschaden, hat aber keine Luftresistenz. Das ist ja irgendwie ein bisschen... Ja, dich kann ich da auch nicht hinsetzen. Das ist halt hinten Feuer. Gut, du kommst auf jeden Fall hinten hin. Du machst Naturschaden. Das ist halt auch doof. Ja. Nee, wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir packen dich dahin. Dich packen wir dahin. Und vorne müssen wir echt mal schauen. Ansonsten kannst hinten viel Schaden machen. Die hat ein bisschen Feuerresistenz. Ansonsten Naturschaden ist gar nicht mal so verkehrt. Und wir hätten da noch Luftschaden. Das ist jetzt auch nicht so toll. Mann, das ist aber alles ganz schön blöd. Packen wir dich mal vorne hin. Auch wenn ich davon ausgehe, dass die Harpie hier sofort umfallen wird. Sobald die einmal angegriffen wird. Gut, das ist jetzt hier wieder so die Sache. Fallen sind ja mal richtig doof platziert. Oder die Räume, besser gesagt. Dann haben wir da die Falle von Boss. Ich würde jetzt echt sagen, ja gut, das hält dann viel Zug. Auf jeden Fall nehme ich hier Eisiger Hauch. Ja, ist okay. Ist auf jeden Fall okay. Und dann Luftschaden. Luft, Luft, Luft. Du kommst vorne hin, du machst hinten Naturschaden. Er ist jetzt halt auch nicht so der Bringer. Ach, wisst ihr was, wir machen das jetzt so. Und an der Stelle ist jetzt wirklich die Frage. Körperschaden vorne, bluten. Sie hat ein bisschen Rüstung. Gift. Ja, wäre noch okay, glaube ich. Aber ich würde fast sagen, ich nehme dann doch lieber den Wurfdolch. Einfach. Der macht zwar nur gegen einen
Abenteurerschaden, aber dafür macht er ein bisschen mehr Schaden. So kann man sich halt wirklich besser darauf konzentrieren, einzelne Gegner auch rauszunehmen. So, und wie sieht das hier wieder aus? Geschwindigkeit um 40 erhöht. Die sind ja schon alle recht fix, aber... Wohl, das ist für einen Anfang. Machen wir das einfach mal. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, greift erst ein Abenteurer so an. Dann sind die beiden dran. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Nehmen wir Magma-Kugel. Sieht bisher nicht so toll aus. Okay, und dann. Machen auch echt wenig Schaden. Ja, halt 50%. Ich nehme jetzt mal ja Inferno. Einfach um den Schaden ein bisschen zu streuen, weil dann könnten wir noch Glück haben, dass sie hier hinten nicht geheilt wird um die 50%. Sondern wer anders. Ach, schade. Und sie heilt sich natürlich hoch. Das ist... Ah, wie ich den Zufall hasse. Der erste Raum war so ein bisschen eine Nullnummer. Gut, und hier hätten wir... Ja, das wird halt ein bisschen Schaden machen. Ich weiß nicht. Nach einem Kampf. Ich glaube, ich nehme trotzdem lieber hier die magischen Dornen. Und was noch? Wir können sie verlangsamen. Das wäre natürlich auch recht. Ja, nehmen wir einen Schneesturm. Warum nicht? Jetzt wäre es schon sehr wichtig, einfach mal hier einen rauszunehmen. Das macht halt nicht so viel Schaden. Okay, einmal Hypothermie. Und wir können dich noch weiter schwächen. Warum? Ignoriert. Ah ja, das ist halt nicht so praktisch. Gut, dann nehmen wir jetzt Frostarm. Sollten auf jeden Fall hier mindestens einen rausnehmen. Na komm schon. Und ja. Ja, nee. Das Risiko gehe ich nicht ein. Ich nehme dich raus. Das war echt schon richtig doof. Gut, du hast ein bisschen... Ja, nee, wir machen dich gleich platt. Dann machst du auch keinen Schaden. Und was du hier veranstaltest, ist jetzt eher nicht so schlimm. Machen wir erstmal Lebensraub. Obwohl, im Prinzip... Wäre der normale Angriff vermutlich besser. Ich habe da gerade noch mal geschaut, ob wir uns vielleicht heilen können, aber irgendwie... Es klappt einfach nicht mit dem Angriff. Der
der uns heilt, der macht immer zu wenig Schaden. Gut, wir könnten jetzt natürlich hier magische Dornen noch mal verbessern. Oder was heißt noch mal, könnten wir verbessern? Oder magische Samen? Nee, greller Blitz. Das ist schon ordentlich. 82 Feuer, 82 Luftschaden. Aber ich glaube. Ah, ich bin ein Riesenfan von magische Dornen. So, und dann. Wie sieht das denn hier aus? Wir müssen mal wieder ein paar auf die Ersatzbank. Du kannst mal wieder mit rein. Du kannst jetzt auch mal mit rein. Und pack dich da mal mit hin. Dann hätten wir dich noch. Wisst ihr was? Den können wir dann auch erstmal rausnehmen. Du kannst dann auch mit rein. Und ja, gut. Skelettsoldat. Da könnte ich genauso gut auch Erdelementar nehmen. Aber dich hätten wir hier noch. Na gut, glaube, wir lassen die erstmal so. Gut, da haben wir einmal Eis, Feuer, Feuer, Natur, Luft. Das ist jetzt alles ein bisschen gemischt. Aber das ist ja nicht unbedingt so schlimm. Hier hätte ich ein bisschen, könnte ich was mit Gift machen. Und hier wir gehen zum Techniker. Ja, komm. Gut. 150 Gold kostet das. Kostet, wird 200 kosten. Ich würde wirklich sagen, es ist halt nur, ja, eine Aufladung mehr und 5 Schaden mehr. Das ist halt nicht so wirklich toll. Gut, hier wäre es mehr Bluten. Ja, wenn ich mich entscheiden muss, dann nehme ich, glaube ich, hier auf jeden Fall Eisiger Hauch. Und Alchemist ist mir nach wie vor egal. Was haben wir denn hier? Prügelei. Wir werden sie bestrafen. So, Betriebsausflug. Wie war das nochmal mit dem Betriebsausflug? Moment, du bleibst. Dann auf jeden Fall da. Dann packe ich dich mal damit rein. Dann habe ich hier ein bisschen größere Auswahl. Und Raubzug. Drei Freiwillige. Wir machen, glaube ich, einen Betriebsausflug. Und zwar, wenn wir die Rüstung erhöhen. Wir können aber auch Motivation erhöhen. Glaube, Menschenjagd passt da besser zu. Obwohl das kostet eine Menge Blut. Aber wir haben auch einiges an Blut auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass sich Rüstung lohnt. Die fallen zu schnell um. Mehr Schaden ist da eher was. Wäre jetzt mal so mein Gedanke an der Stelle. Gut, dann. Wie war das denn? Eis fällt jetzt erstmal so ein bisschen flach. Und was die anderen angeht. Ah, ich glaube, wir nehmen diesmal hier die Aztekenruinen. Du hast eine sehr hohe Naturresistenz. Gift, Elementarschwäche beim Angreifen. Bei dir heilt 50% des maximalen Lebens nach einem Kampf. Das ist natürlich, ach, das mag ich überhaupt nicht. Durch Fallen, erlittener Schaden und Moralverlust um 50% reduziert. Und was mit dir? Du würfelst die ganzen Monster durcheinander. Das ist auch super dumm. Alle Resistenzen um 15 erhöht. Ist auch, na, geht noch. Ich glaube, diese Heilung und dieses zufällige Durcheinanderwürfeln. Die zwei Sachen sind mir wirklich ein Dorn im Auge. Und was das hier angeht, wir könnten hier jetzt natürlich einen Wurfdolch nehmen. Das wäre vielleicht gar nicht mal. Ja, okay. Giftwolke kann ich mir schenken. Kann ich mir echt schenken.
Oh Mann. Ja, das ist halt. Ja gut, nehmen wir einen Wurfdolch. So, du machst vorne Naturschaden. Na, ich könnte dich nehmen. Das wird ganz gut passen, auf jeden Fall. Dann kann der auch mal ein bisschen Schaden machen. Weil der Ninja hat jetzt nicht so eine tolle Rüstungsresistenz. Oder physische Resistenz, wie auch immer. Ganz hinten, na, Natur ist halt, na, Natur ist doof. Feuer wäre okay, auf jeden Fall. Ich würde fast sagen, das ist jetzt echt ein bisschen schwer. Die sind alle nicht so hilfreich. Vor allen Dingen, da ich hier Gift im Prinzip streichen kann. Weil die doch alle eine sehr relativ, ja, hohe Naturresistenz haben. Mindestens 35%. Das ist schon nicht wenig. Gut, dann. Ja, Bereich Eisschaden, die machen Naturschaden. Auch Naturschaden. Die haben doch alle Naturschaden. Gut. Ja, wie stricke ich mir das jetzt hier zurecht? Ohne Luftschaden. Luft wäre ganz okay. Luft wird auch schon ein bisschen Schaden machen. Du da jetzt so reinpasst. Ich weiß ja nicht. Natur ist halt bei dir echt doof. Gut, ich kann auch nur dich dahin packen, weil sie wird sofort umfallen. Dann müssen wir das jetzt auch so machen. Okay, dann hätten wir hier noch, ja, eisiger Hauch fällt flach. Nehmen wir Giftwolke zwangsweise. Weil, ja, mit Senken der Eisresistenz komme ich da jetzt nicht mehr allzu weit. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir hier den Ninja ein bisschen bearbeiten können. Oh toll, jetzt steht das Skelettsoldat ganz hinten. Nicht so cool. Kriegstrommel. Ach ja, das ist super. Oh, ist das toll. Bin begeistert. Nehmen wir. Wir nehmen Aufspießen. Ja, das ist generell auch besser, würde ich sagen. Wenn irgendein Held diese 50% Heilung hat, dann sollte man sich nicht auf einen Helden konzentrieren. Das hat natürlich genau den Falschen erwischt. Dich hier wollte ich eigentlich erledigen. Verdammt. So, magische Dorn. Naturschaden ist halt wieder. Na, nehmen wir den Blitz diesmal. Autsch. Das gibt es nicht. Luftresistenz. Ja, das passt halt nicht so wirklich. Eisblock. Macht auch kaum Schaden. Ach, verdammt. Na gut, das war's für dich, oder? Ja, auf jeden Fall. Ach, das lief jetzt aber noch blöder als davor. Pollenwolke. Naturschaden ist halt super doof. Ich glaube, ich muss dann hier wirklich den Moskitoschwarm nehmen. Das wird auf jeden Fall wehtun. Gut, aber wir können. Was können wir denn? Können wir überhaupt was? Ich glaube, ich versuche erstmal den Ninja rauszunehmen. Ich sollte vielleicht über 50% Lebenspunkte noch behalten. Oder noch haben. Die machen schon nicht so wenig Schaden. Gut, aber du bist schon mal raus.
Das macht jetzt leider nicht so viel Schaden. Oh, das ist ja super doof. Das ist ja super doof. So, jetzt greifen sie mich nochmal an. Dann kann ich dich gleich erledigen. Und bei ihm wird es wahrscheinlich noch nicht reichen. Nein. Leider noch nicht. Aber es sind so 50%. Immerhin hatte ich damit recht. Giftpflanze, schwach gegen Natur. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Rella Blitz. Ich glaube, ich muss noch ein paar andere Fallen mit reinnehmen. Ich nehme hier noch die Giftpflanze. Dann bin ich halt, was die Fallen angeht, noch etwas flexibler. Gut. Hier gehen wir auf jeden Fall zum Doktor. Und dann bei Freiwilliger entsenden. Ha! Wäre, glaube ich, ganz okay. Oder Geschäftsreise. Ich glaube, Raubzug können wir uns hier schon erlauben. Ja gut, Eiselementar hätte ich gern behalten. Goblin-Trommler, ja, nee. Was, na, 135 Gold. 25% sind zu wenig. Ich würde wirklich sagen, das ist ein bisschen wenig. Gut, und das gibt uns nur mehr Motivation. Und wir könnten Monster befreien. Ich habe genug Monster, deswegen, nee. Ja gut, nehmen wir das hier. Du fällst aus. Okay, damit kann ich definitiv leben. Händler, dafür haben wir zu wenig Gold. Was haben wir denn hier für ein Ereignis? Schenkelversorger. Das ist super. Auf jeden Fall. Wir können jetzt auch zum Steuereintreiber und mit Blut bezahlen. Ich habe ja genug. Und ich würde wirklich sagen, dass wir uns das hier aufheben fürs nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.